Anni, merci dir, gell? Bringst mir du nur einen Neger, hä? Das heißt jetzt Gola Weizen oder Weizen mit Migrationshintergrund heißt das. Na, Anni. Nach Köln eben nicht mehr, verstehst du? Weil nach Köln ist nichts mehr, wie es vorher war. Auch in Ilmtal nicht, nicht wahr? Das christliche Abendland, das steht unter Beschuss. Oder mit anderen Worten, die Kölner Frau, die wird auch in Ilmtal verteidigt. Ja, und deswegen freut es mich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, heute zur Gründung des ersten männlichen Ilmtaler Feministenstammtischs. Ja? Ja. Auch kurz MILFs genannt. Und ja. Also, Tommy, Herr Pfarrer, es ist mir wirklich eine Freude, dass ihr da seid, nicht wahr? Obwohl ich gleich bemerken muss, dass natürlich von der Lügenpresse sich wieder keiner hierhin geht. Guten Tag. Entschuldigen Sie, Verspätung. Grüß Gott. Wagner, Ilmtaler Tagblatt. Grüß Sie. Also, setzen Sie nachher zu mir. Ja, okay, da bitteschön. Ne? Okay, wollt ihr was trinken? Vielleicht ein Neger oder ein Cola Weizen? Vielleicht. Ach, vielen Dank. Danke. Danke. Ich soll einen Bericht schreiben über Ihre Entdeckung des Feminismus. Ja, vielleicht gleich die erste Frage. Was macht Sie denn zu Anwälten der Frauenrechte? Ja, genau. Ja, wir von der katholischen Kirche, wir wissen im Gegensatz zum Islam ja schon seit immer eigentlich, wie man verantwortungsvoll Sex umgeht, wie man die Verantwortung für Sex umgeht. Gut, und Sie? Ja, ich bin ja nur Gastfeminist hier praktisch, aber natürlich frauenfreundlich, aber ich bin ein Kölscher. Ah, ich bin also quasi ein Betroffener. Genau. Das ist toll. Ja, jetzt sagst du mal dem Mann, wie furchtbar das war in Köln. Das war schlimm. Ich habe extra ein Zettelchen mitgebracht. Moment schon, dass ich nichts Falsches sage. Das war ganz furchtbar. Passen auf. 93 Festnahmen hatten wir. 1298 Platzverweise. Aha. 610 Strafanzeigen. Aha. Davon 51 nur wegen Stippe für dir. Bitte? Also wegen Sexualdelikte. Okay. Ja. So furchtbar war diese Silvesternacht. Nicht Silvester. Karneval. Normal. Keine Frage. Würden Sie denn nach Ihrer Meinung jetzt auch alle Jecken ausweisen? Ja, wohin denn? Ja, das wird dann. Düsseldorf ist ja kein sicheres Herkunftsland. Okay, gut, schon ist los. Vielleicht noch eine Frage. Was sind denn die Ziele Ihres Feministenstammtisches? Eine gute Frage. Ja, wir können natürlich nicht beliebig viele Menschen in dieses Land aufnehmen, deren Frauenbild mit unserer modernen Auffassung der Stellung der Frau nicht vereinbar ist. Ja, da hat er völlig recht, Herr Pfarrer. Ne? Das steht ja schon in dem Dingens da, in dem Gesetz. Die Würde des Menschen ist unantanzbar. Aha. Ja, genau. Schauen Sie, da kommen ja jetzt so viele Menschen aus diesem Islam zu uns ins christliche Abendland. Ne? Ja. Viele von denen, die sind ja so frauenfeindlich. Ne? Die würden sich nicht mal von Frauen bedienen lassen. Wahnsinn, gell? Anni, brichst du mir den Neger jetzt an, oder was? Sagen Sie, Emanzipation und Schutz vor Missbrauch ist für Sie also Teil des christlichen Abendlandes? Ja, selbstverständlich. Okay. Nachfrage, gehört die katholische Kirche auch zum christlichen Abendland? Ja. Also sind Sie allein in Regensburg wurden ja bis 92 über 200 Jungs bei den Domspatzen misshandelt und missbraucht. Ja, aber von Menschen aus demselben Kulturkreis. So. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie meinen also, Missbrauch muss deutsch bleiben? Ja, oder eben Kölsch, ja. Na, hören Sie, Missbrauch auf dem Domplatz. Nein. Okay. Missbrauch auf dem Domspatz.
fein. Brauchtum. Okay, und seit wann, Ihrer Meinung, gibt es das christliche Abendland? Ja, also dann 92, ne, mit dem Ende von dem Missbrauch der Domspatzen, begann das christliche Abendland. Aber die Vergewaltigung in der Ehe, die ist doch erst seit 1997 eingeführt, als Straftat eingeführt, also... Ja, dann würde ich sagen, schreiben Sie, das christliche Abendland begann, existiert für uns seit 1997. Okay. Ja. Aber es gibt doch bis heute zum Beispiel in diesem Land Zwangsprostitution. Fällt das auch unter Abendland? Ja, abends schon. Ah. Okay, vielleicht noch abschließende Fragen. Wie ist denn die Haltung des feministischen Stammtisches zum Thema Abtreibung? Ja, ich bin voll der Feminist. Ich sage immer, mein Bauch gehört mir. Und wie stehen Sie als also Feministen zur feministischen These vom Mythos des vaginalen Orgasmus? Ja, wir von der katholischen Dingenskirche, wir glauben, dass, also, dass da für die Jungfrauengeburt nicht unbedingt nötig ist. Okay, abschließende Frage. Gibt es auch weibliche Mitglieder bei Ihrem Feministenstammtisch? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja hier nicht im Islam. Ne? Die Anni zum Beispiel. Anni, geh mal her da. Das kannst du nachher machen. Lass dich liegen jetzt. Komm her. Die Anni zum Beispiel, das ist die Vorsitzende von unserem Stammtisch. Verstehen Sie? Anni, hol dich mal her. Was, Winnie? Das ist die Vorsitzende. Ne? Uns ist nämlich wichtig, dass die moderne Frau nicht nur emanzipiert ist, sondern nebenbei auch noch arbeiten kann. Ne? Anni, jetzt sagst du mal diesem Mann, nicht wahr, wie sehr du dich vor dem Missbrauch durch Fremde fürchtest. Missbrauch? Also bei Missbrauch, da ist mir das doch vollkommen egal, wo einer herkommt. Hauptsache ist doch, dass er nicht nein kommt. Also da nein. Oder? Mensch, 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 meine Herren. Die waren perfekt integriert. Die waren perfekt integriert! Oh, oh. Ach, wer war aber perfekt integriert? Die Grabscher von Köln. Von wegen, die haben gegen unsere Regeln verstoßen. Nein, die hatten intime Kenntnisse von unseren Regeln. Was? Von unserem Strafrecht. Die meisten wussten doch ganz genau, wie weit sie gehen können. Hm. Hm. No, hey, sag mal, was? Was Ihnen widerfahren ist, ist in Deutschland nicht strafbar. Sag mal, was liest denn du da wieder für einen Unsinn? Fallanalyse zur bestehenden Schutzlücke in der Anwendung des deutschen Sexualstrafrechts. Oh, nee, nicht heute Abend, Schatz, ich hab Migräne. Mann! Ah, sag mal, jetzt hör mal auf, was machst du denn da? Ich greife in deine Schutzlücke. Hey, das... Pass mal auf. Oh, weißt du was, ich zeig dich an. Das wird dir nichts nützen. Du hast dich ja nicht gewehrt. Ja, wie auch? Du hast dich völlig überraschend hier von der Seite rangekrabbelt. Ja, und dann habe ich mich ja gewehrt. Ja, aber zu spät. Was heißt denn zu spät? Das kann ich Ihnen vielleicht erklären. Alle sexuellen Handlungen bis zum Zeitpunkt der ersten Abwehrreaktion sind in Deutschland nach geltendem Recht nicht strafbar. Erst wenn Sie in ihn eingedrungen wären, könnte es vielleicht eine Vergewaltigung sein. Hey, ich will aber nicht vergewaltigt werden. Das musst du mir aber schon eindeutig klar machen. Ja, ich sag einfach eindeutig nein. Das ist zu wenig. Ein Nein reicht nicht? So ein Nein ist doch ganz oft ein Ja nicht. Baby? Das muss auch verboten sein, sowas. Das wäre es. Hätte Deutschland die Istanbul-Konvention von 2011 umgesetzt, hat es aber nicht. Ach. Nicht einvernehmlicher Sex in Deutschland ist deswegen nur strafbar, wenn noch eine Nötigung dazu kommt. Und ab wann ist es Nötigung? Oh, da sind die Staatsanwälte streng. Also ich kann beispielsweise als Mann in dich, also ich kann mich als Mann auf dich als Frau draufsetzen, so dass du dich nicht befreien kannst. Okay. Und dann kann ich mein Geschlechtsteil in deinen Mund einführen. Und das ist keine Nötigung? Nein, juristisch stellt das Draufsetzen keinen Gewaltakt zur Durchsetzung der sexuellen Handlung dar. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Beschuldigte diese Position einnehmen, um den Oralverkehr durchführen zu können.
Da musst du 6 Jahre Jura studiert haben für. Sagst du wirklich, glaubst du, dass das die einzige Position ist, in der man einvernehmlichen Oralsex haben kann? Natürlich müssen Sie als Frau auch beweisen, dass Sie schutzlos waren. Ja, aber die meisten Vergewaltigungen finden zu Hause statt. Und wenn der Partner stärker ist, ist man als Frau doch grundsätzlich schutzlos. Nicht unbedingt. Eine andere Staatsanwaltschaft hat die Schutzbedürftigkeit abgelehnt, weil die Frau nicht beweisen konnte, dass die Haustür abgeschlossen und der Schlüssel für sie unerreichbar war. Also vor einer Vergewaltigung suche ich am besten einen abgeschlossenen Tatort auf. Ja, und dann musst du noch nachweisen, dass du vergeblich um Hilfe gerufen hast. Ja, aber was ist, wenn ich nicht gerufen habe? Weil ich wollte halt die Kinder in der Situation nicht verängstigen. Sie müssen schon ein Opfer bringen, wenn Sie als Opfer anerkannt werden wollen. Oh Mann, ich dachte immer, ein Nein reicht. Nein, das reicht nicht. Oh. Du, Schatz? Ja, Schatz? Sag mal, es geht mich ja nichts an, aber was macht denn der Mann in unserem Bett?